Alice. So, ich helfe. Schon gut, danke. Danke. Alice, darf ich nach all den Jahren dir das Du anbieten? Ja, Werner, aber... Alice, ich freue mich, dass du heute Abend hier bei mir zu Gast bist. Ja, dann stoßen wir mal an, hä? Auf weitere gute Zusammenarbeit. Lass uns doch jetzt nicht von der Arbeit reden. Prost. Gibt's noch ein bisschen Champagner? Ah ja, so viel du möchtest. In der Küche ist noch eine Flasche und im Keller habe ich noch 8 Kisten. Ja, oder lieber doch nicht. Ich habe für heute schon genug. Ich hole auf jeden Fall noch eine Flasche. Ja, außerdem ist es schon spät. Hallo, bin wieder da. Hi. Alice, das ist mein Sohn Mark. Mark, das ist Alice, eine Klientin und gute Freundin. Mark? Der Mark, der vor ein paar Jahren zum Studieren nach Hamburg gegangen ist? Genau der. Das kann ich kaum glauben. Die Jahre haben ihn offensichtlich sehr gut getan. Sie sind ja richtig erwachsen geworden. Und Sie sind Alice, die Alice mit der Gärtnerei. Ja, richtig. Sie auch beinahe nicht wiedererkannt. Denn Sie sind in diesen Jahren noch schöner geworden. Doch, das gibt 100 Punkte. Also Frauen hören gerne Komplimente, aber sie müssen deswegen nicht gleich so schamlos übertreiben. Was gab's denn? Für Sie hat er doch sicher so richtig groß aufgekocht. Ist in der Küche noch was von der Vorspeise? Ja, und das Lamm und das Gratin haben wir auch nicht ganz geschafft. Alles klar, ich will euch nicht weiter stören. Ich mach mir was warm und setz mich zu meinen Büchern. Ach, bleiben Sie doch bei uns. Sie stören nicht, Mark. Oder, Werner? Mark ist mitten in seinen Prüfungsvorbereitungen. Er sollte wirklich besser lernen. Ach, Unsinn. Erst mal anständig was am Tisch sitzen und dann ohne fettige Finger an die Bücher. Und dann haben Sie das Jet-Set-Leben einfach so an den Nagel gehängt und die Gärtnerei Ihres Vaters übernommen? Ja. Dabei konnte ich am Anfang noch nicht mal einen Mirabellenbaum von einer Zierkirsche unterscheiden. Das war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich finde das verdammt mutig. Ist Ihnen das nicht schwer gefallen? Ach, überhaupt nicht. Ich habe irgendwann gemerkt, wie hohl diese Modewelt ist. Die Beschäftigung mit den Pflanzen, das ist das ganze Gegenteil. Kann ich gut verstehen. Meine Kommilitonen gehen mir manchmal auch auf die Nerven. Das ständige Gequatsche über die Uni, Karriere. Was bitte ist falsch daran, wenn man seinen Beruf ernst nimmt? Nichts natürlich, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben. Gut, dass Sie das so sehen. Fachidioten gibt's nämlich schon mehr als genug. Also wenn man etwas erreichen will, dann muss man mit Herz und Verstand bei der Sache sein. Anders wär's dir doch auch nicht gelungen, aus der kleinen Gärtnerei deines Vaters so einen florierenden Betrieb zu machen. Er wäre sicher stolz auf dich. Ja, also er wäre zumindest überrascht. Er hat Frauen nie besonders viel zugetraut. Meine Mutter hat er zwar sehr geliebt, aber dass sie in unserem Betrieb arbeitet, das hätte er sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können. Ja, und deswegen bist du erstmal weg aus Lüneburg. Ja, ich brauchte erstmal Abstand. Ich wollte einfach nur weg aus dieser miefigen Gärtnerei, weg von meinen Eltern. Verstehe ich total. Und wann haben Sie gemerkt, dass Ihnen Pflanzen doch etwas bedeuten? Eigentlich erst, als mein Vater tot war. Ich weiß noch, ich stand ganz alleine im Gewächshaus und plötzlich wusste ich, wohin ich gehöre. Wow. Diese Klarheit. Darum beneide ich Sie. Auf Sie und die Gärtnerei. Tschüss. Aber erzählen Sie weiter, bitte. Also wenn es um meine Gärtnerei geht, bin ich aber nicht zu bremsen. Ich meine, ich hoffe, ich habe euch nicht schon jetzt zu Tode gelangweilt. Sie sind doch nicht langweilig. Dein Sohn ist ein echter Charmeur. Ich bin ein Naturtalent. Aber im Ernst, das interessiert mich wirklich. Also über dieses Thema kann ich die ganze Nacht reden. Sagen Sie mir hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Mein Paradies.
Wie gut das riecht. Schau dich um. Es muss herrlich sein, mit so etwas Lebendigem arbeiten zu können, anstatt sich Tag für Tag mit abstrakter, toter Materie auseinandersetzen zu müssen. Oh je, so schlimm? Manchmal schon. Ist das eine Spindelpalme? Ja. Du kennst dich ja aus. Das würde ich nicht gerade behaupten. Gepflegtes Halbwissen. Ah ja. Und woher kommt das gepflegte Halbwissen? Aus dem alten Botanischen Garten. Manchmal nehme ich mir was zum Arbeiten mit, dann sitze ich stundenlang da und gucke mir zwischendurch all die Kakteen an. Jetzt hältst du mich für einen Freak, oder? Nein. Das ist nur kein alltägliches Hobby, das du dir da ausgesucht hast. Ehrlich gesagt, mich haben Kakteen nie so besonders interessiert, obwohl ich hatte mal eine Leuchtenbergia. Echt? Wie kam es denn dazu? Ah, naja, die hat mir ein Verehrer geschenkt und die ist dann ganz schnell vertrocknet. Bevor mich das gleiche Schicksal ereilt, mache ich mich mal lieber auf den Heimweg. Wenn du mal einen Spezialisten für Kakteen brauchst, unter dieser Nummer kannst du mich immer erreichen. Danke für das Angebot, aber so viele Kakteen habe ich nicht. Ja, und danke fürs Nachhausebringen. War wirklich nett. Schlaf gut. Ja, du auch. Vorsicht. Und schön lernen.